Die vier Ausstellungen, die wir im Moment haben, sind alle sehr eigenständig. Karl Balmer ist ja erste Hälfte 20. Jahrhundert auch in Hamburg verortet, Max von Moser als Schweizer. Natürlich, beide stellen Figuren dar, beschäftigen sich mit dem Mensch, aber es ist nicht so, dass man hier eine Nähe suchen sollte, wo keine ist. Dann die Caravan-Ausstellung, das ist nochmals eine ganz eigenständig junge Position, und die Sammlungsausstellung, die fokussiert dann ja eigentlich auf Objekte, nochmals eine andere Geschichte. Also insofern ergänzen sie sich, als man in ganz verschiedenen Bereichen Verschiedenes und anderes entdecken kann. Diese Verbindung eigentlich vom Intellektuellen, vom Philosophischen, er war ja auch Schriftsteller, was im Kopf passiert, mit dem Körper, mit dem Herz, mit dem Seelischen, was gegen unten weggeht. Diese Verbindung zu finden, ist bei Balmer ein großes Anliegen, und das eben malerisch, über eine malerische Sprache und nicht über Wort und Schrift. Die Suche nach der Darstellung des Menschen, nach der neuen Figürlichkeit, die Balmer ein Leben lang beschäftigt hat, kulminiert aus unserer Sicht dann im Spätwerk in einer sehr wichtigen Phase, wo er sich mit den Gliederfiguren beschäftigt. Hier auf der linken Seite die Gliederfrau, die eigentlich so alles zusammenbringt, wo Balmer sich beschäftigt hat und eigentlich auch die Essenz ist, die wir versucht haben, in einer kurzen Formel im Titel Kopf und Herz auszudrücken. Man schätzt, dass es ungefähr 25.000 Blätter sind, die da uns überliefert worden sind. Und faszinierend halt auch, wie relativ früh schon bestimmte Motive einfach feststehen. Und die greift er dann im Laufe seines Lebens immer wieder auf und kombiniert sie neu. Es gibt so wie Regenwurmschlange, oder dann so ein abgestorbener Ast, der immer wieder vorkommt. Und er war eher pessimistisch eingestellt. Es war auch so die Zeit eben Atombombe und Kalter Krieg. Und das klingt natürlich alles in seinen Bildern an. Und hier eben in Ding Ding, und darum heißt die Ausstellung im Ding Ding, sind es immer wieder auch Sachen, die sich nicht richtig benennen lassen. Man kann nicht sagen, das ist einfach ein Environment, man kann nicht sagen, das ist Installation. Und immer wieder ist uns aufgefallen, dass wir eben, wenn wir gearbeitet haben, im Depot, im Kunstlager, mal jemand sagt, ja, dieses Ding, das dort oben, der Ding, oder, weil man nicht sagen konnte, ja, das ist eigentlich der Baum, man hat es nicht richtig gesehen. Also die ganze Ausstellung lebt von diesem, ah ja, das ist ja eigentlich klassisch, und dann kommt der Bruch, weil halt es auf der Herstellungsseite, auf der Materialitätsseite einen eindeutigen Bruch hat.